Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht's weiter mit einem sogenannten Markov-Modell. Der Kerl war ziemlich klug scheinbar. Und zwar ist das Markov-Modell dazu da, zum Beispiel zum Berechnen von der Wahrscheinlichkeit mittels Automaten. Also wir werden so eine Art Automat bauen, eigentlich nicht so eine Art, das ist ein Automat. Und die ganzen Übergänge haben halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit und am Schluss kriegen wir die Wahrscheinlichkeit für eine gewisse Zustandsfolge raus. Also zum Beispiel, ich habe hier mal, glaube ich, das gängigste Beispiel überhaupt, nämlich Sonne, Wolken und Regen. Und dann geben wir in unsere Funktion, die wir noch schreiben werden, geben wir rein, wir wollen die Wahrscheinlichkeit daraus, dass, oder wie wahrscheinlich ist es, dass es, keine Ahnung, zweimal hintereinander die Sonne scheint, dann regnet es, dann scheint die Sonne, dann ist es wolkig und dann scheint wieder die Sonne. Zum Beispiel. Dazu habe ich hier schon mal drei Zustände, Sonne, Wolken und Regen, kreiert. Und hier habe ich schon mal eine fehlerhafte Funktion, logischerweise, weil hier noch kein Rückgabewert ist. Out sind die Zustände, also wir wollen ja einen Zustand, einen Automat haben, der quasi, wo man zu anderen Zuständen natürlich wechseln kann und diese Zustände haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und in unserem Beispiel sind alle Zustände miteinander verknüpft, das heißt, wir können vom Zustand Sonne in den Zustand Wolken gehen und so weiter. Und natürlich Sonne und Regen gehen auch und Wolken und Regen so oder so. Das heißt, wir müssen die jetzt alle noch verknüpfen, um dann am Schluss die Wahrscheinlichkeit rauszukriegen. Gut, alles klar, dann fangen wir mal an. Wir wollen. Ja, was wollen wir denn? Wir wollen erstmal sagen, Sonne, Punkt, also Out sind die Zustände, wo wir quasi hin können von Sonne. Also wir können natürlich auch von Sonne zu Sonne gehen, das geht natürlich auch. Sonne, Punkt, Out, Punkt, Add. So, und dann packen wir hier wieder die Sonne rein. Und dann sagen wir wieder Sonne, Punkt, Out, Punkt, Add. Und hier packen wir dann die Wolken rein. Und Sonne, Punkt, Out, Punkt, Add. Und der Regen. So. Und jetzt ist es so, wir wollen das ja für alle machen, damit wir sie auch wirklich alle miteinander verknüpft haben. Das heißt, ich kopiere den ganzen Kram hier einfach mal zweimal. Wir wollen das ja jetzt auch noch für Wolken und Regen machen. Also hier fängt Wolken an. Und hier fängt der Regen an. Gut, und jetzt sind sie alle miteinander verknüpft. Jetzt müssen wir natürlich in der Reihenfolge auch noch die richtigen Wahrscheinlichkeiten einfügen, jeweils bei den einzelnen Dingen. Also hier, die haben ja gewisse Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich von Sonne nochmal einen Tag Sonne habe, sozusagen? Also wie wahrscheinlich ist, dass 2 Tage hintereinander die Sonne scheint? Und das machen wir eben. Wir müssen hier aber aufpassen, dass wir auch wirklich dieselbe Reihenfolge haben. Man könnte jetzt natürlich noch eine neue Klasse erstellen, wo dann Übergang heißt und dann packen wir in die Übergangsklasse sozusagen einfach einen Wrapper aus dem Zustand und einer Wahrscheinlichkeit. Kann man machen, wie man möchte. Ich fand das irgendwie so gar nicht so blöd. Was haben wir da für eine Wahrscheinlichkeit? Achte darauf bitte, dass Wahrscheinlichkeiten immer kleiner als 1 sind oder kleiner gleich 1 sind und immer größer gleich 0 sind. Und zusammen müssen sie sich logischerweise auf 1 addieren. Das heißt, wenn wir von der Sonne auf einen weiteren Sonntag, sagen wir mal, 0,8 Wahrscheinlichkeit packen, dann haben wir nur noch. Was ist hier los? Achso, ja, natürlich. Ich habe hier die Out-Wahrscheinlichkeit als Integer definiert. Und jetzt will der natürlich. Achso. Ups, ich habe es als Integer definiert. Da habe ich mal wieder geschlafen. Warum auch immer. Gut. Und das muss natürlich auch ein Double sein. Wir wollen ja eine Wahrscheinlichkeit haben. Was habe ich getan? So, jetzt geht's. Also wir wollen hier. Also wir haben jetzt nur noch 0,2 übrig. Zum Beispiel, dass wir von einem Sonnentag in einen Regentag übergehen. Und von einem von einem Sonnentag in einen Wolkentag. Also jetzt kommen die Wolken dran. Und wir sagen einfach, dass es wolkig wird, ist die Wahrscheinlichkeit 0,1. Ich glaube, wir sind irgendwo in den Tropen. So, und jetzt müssen wir das natürlich auch noch für die anderen machen. Wie gesagt, wichtig ist die Reihenfolge hierbei. So, jetzt ist das ein bisschen aufgegliedert. Hier muss natürlich die Wolken rein.
Also ist ein bisschen stumpfsinnige Arbeit, den ganzen Automaten aufzubauen. Ihr könntet euch vielleicht einfach mal als Übung hinzeichnen. Mit Pfeilen, also das hier, die Zustandsübergänge sind Pfeile und die Zustände selber sind Kreise mit dem Namen drin. Könnt ihr gerne mal machen. So, was wollen wir hier haben? Wir wollen, das ist der Zustand Wolken. Wir wollen von Wolken in Sonne gehen. Dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 0,2. Ich glaube, wir sind echt in den Tropen. Wolken nach Wolken sind wir bei 0,6. Ist doch Wolken nach Wolken? Ja, genau. Und Wolken nach Regen haben wir 0,2. Gut, dann machen wir dasselbe noch für Regen. Regen zu Sonne ist relativ interessant, sehr wahrscheinlich. Oder was heißt sehr wahrscheinlich? Ein Drittel. Gleich wahrscheinlich. So, nach Wolken haben wir 0,3 und jetzt haben wir 0,4. So, sehr schön. Und jetzt haben wir quasi überall unseren Baum aufgebaut. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie diese Berechnung durchführen. Und das machen wir, indem wir natürlich hier durchgehen durch den Zustand. Also wir wollen, wir wollen in den neuen Zustand kommen. Das heißt, wir kriegen hier, wir müssen hier in unserer Main noch einen Zustand definieren, aber einen Static-Zustand am besten. Upsala. Public Static Zustand aktuell. Und den setzen wir auf einen neuen Zustand. So. Und der neue Zustand können wir hier unten von mir aus auf Sonne machen. Wir können dann aber initialisieren, wie wir wollen. Also ein neuer Zustand ist das vielleicht nicht das Beste, wenn wir den hier schon initialisieren. So. Und diesen Zustand wollen wir immer verändern, wenn wir den Zustand wechseln. Also wenn wir hier sagen Traverse, dann gehen wir auf den Zustand 2. Aber zunächst einmal wollen wir natürlich hier die Wahrscheinlichkeit verändern oder zurückgeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dahin gegangen sind. Okay. Also sagen wir, ja, wenn der Zustand, oder wir gehen einfach einmal dieses, also hier ist es ja eine Liste aus Zuständen, die wir haben, wo wir hin können. Und wir gehen einfach diese Liste durch. Out. Size. Verdammt. Tut mir leid. Out.size und i++. So, als erstes können wir mal noch abfangen, wenn die Zustandslängen, also die Out-Size ungleich der Out-Wahrscheinlichkeit ist, der Größe ist, dann haben wir unterschiedliche Zustände, in die wir gehen könnten, haben nicht für jeden Zustand eine Wahrscheinlichkeit gegeben. Das wäre doof. Das heißt, wir setzen einfach, ja, wir gehen hier einfach raus und sagen 0. Return 0 vielleicht noch. So, weil das dürfen wir ja nicht. Also dann hat irgendjemand dieses schöne Ding, was wir uns hier gebastelt haben, falsch initialisiert, definitiv. So, und jetzt gehen wir weiter nach unten, gucken uns an, ob der Zustand, den wir hier übergegeben gekriegt haben, ob der gleich dem Zustand ist, der da schon drin ist. Also if to gleich out.getI. Also wir wollen da wirklich denselben haben, auch wenn, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wisst. Referenzen. Wir wollen jetzt sogar, dass die Referenz dieselbe ist. Also wir wollen tatsächlich echt in den nächsten gehen. Gut. So, wenn die, wenn der Zustand derselbe ist, dann fackeln wir nicht lange rum und sagen, gut, wir setzen unseren aktuellen Zustand, den wir in der Main haben, main.aktuell, gleich den Zustand, den wir übergeben gekriegt haben. Und wir sagen ganz easy, ja, out Wahrscheinlichkeit oder out Wahrscheinlichkeit.getI und geben das zurück. Sehr schön. Und dann sind wir schon fertig. Und wenn wir hier unten sind und haben noch nichts gefunden, dann können wir hier natürlich auch nochmal 0 zurückgeben, weil dann haben wir offensichtlich keine Wahrscheinlichkeit, dass wir da hingelangen können. So, und dann haben wir schon den einzelnen Übergang gemacht. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch für gewisse Zustandsfolgen haben. Und dazu brauchen wir, ich würde sagen, die packen wir in die Main. Public Static Void Main. Nicht Void. Wir wollen ja da auch wieder eine Wahrscheinlichkeit rauskriegen. Public Static Double. Wie nennen wir sie? Weil wir eine Zustandsfolge kriegen. Upsala. Und hier kriegen wir eben eine
gewisse Folge aus Zuständen, die wir hier haben, und von mir aus einen Startzustand. Also wir sagen hier ArrayList, nein, ArrayList, sag mal, was ist denn los mit mir heute? ArrayList aus Zuständen, ja. Ist gelogen, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen hier. Ha, jetzt sind wir mal ganz fancy und lassen sogar den Zustand weg. Den haben wir hier oben ja gegeben. Das heißt, der interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Ja, dann können wir nämlich nachher auch noch einen Ausgabezustand, also wo wir am Schluss landen. Vielleicht interessiert uns das ja noch irgendwie. Gut. So, und die Folge an Zuständen brauchen wir ja auch nicht. Weil wir haben ja schon den Startzustand. Ah doch, natürlich brauchen wir die Folge an Zuständen. Was mache ich eigentlich? Also packen wir den da wieder rein. Natürlich brauchen wir die, ja, die Folge an Zuständen. Nennen wir sie Zustandsfolge. Ha! Tut mir leid, da war ich gerade ein bisschen AFK mit meinem Brain. So, und jetzt wollen wir natürlich diese Zustandsfolge traversieren und den geben hier eine Wahrscheinlichkeit zurück. Also wir sagen Double, Wegheit, das ist Abkürzung für Wahrscheinlichkeit. Am Anfang ist sie auf 1, logischerweise, weil wir ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserem Anfangszustand sind, die ist einfach da. Punkt. So, und dann setzen wir unseren aktuellen Zustand hier unten auf den ersten Zustand der Zustandsfolge. Also sagen wir, nee, nicht this, main.aktuell ist gleich Zustandsfolge. Punkt. Und dann sagen wir remove. Remove macht folgendes. Wir kriegen quasi, ja, steht ja hier, genau. Removes the element at the specified position in this list. So, das heißt, es gibt uns quasi das Element zurück, das wir haben. Wir können es auch einfach anders machen. Wir können auch einfach get sagen und dann remove. Wir machen es einfach mal so. Get 0 und dann Zustandsfolge. Punkt remove 0. So. Und jetzt haben wir quasi unseren ersten Zustand so gesetzt, wie wir ihn brauchen. Also unser Anfangszustand ist jetzt gemacht. Und dann gehen wir einfach durch und sagen, okay, die Wahrscheinlichkeiten für unsere Übergänge, die kriegen wir ja immer. I gleich 0. I kleiner Zustandsfolge. Punkt. Size. Oh, wie habe ich das gemacht? Ah, ups. Das war nicht geplant. So. Gut, ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt nicht irgendwie mal den Faden verloren. Ansonsten, ihr könnt ja zurückspulen, das ist ja ein Video. So, und jetzt gehen wir einfach hier durch und sagen folgendes immer. Ich kopiere das hier mal und ihr werdet gleich sehen, wieso. Ja, ich habe gesagt, ich kopiere das mal und ich erkläre gleich, wieso. Jetzt habe ich es kopiert. Hier muss natürlich die Klammer bleiben. So, unsere Wahrscheinlichkeit ist immer folgende. Das brauchen wir hier gar nicht. Wir ändern den Zustand einfach nicht. Das erledigen wir in der Main. Unsere Wahrscheinlichkeit, die wir hier jeweils kriegen, ist ja unser Traverse. Also, wir wollen ja einfach den aktuellen Zustand, wo wir gerade sind, durchgehen. Wisst ihr was? Wir machen das ganz anders. Wir machen das cooler. So verlieren wir nicht unsere Zustandsfolge. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerade da sind, ist ja die Wahrscheinlichkeit, die wir haben, aber mal der Wahrscheinlichkeit, die wir rauskriegen, wenn wir gerade, ja, wenn wir gerade weiterlaufen. Also die Wahrscheinlichkeit, die beim Traversieren rauskommt. Das heißt, wir machen hier Zustandsfolge. Punkt Traverse. Ich habe Traverse gesagt. Was ist denn da los? Ach so, ja, Punkt Get i habe ich vergessen. So. Ja, und jetzt wollen wir hier noch einen Zustand, in dem wir übergehen. Okay, in was für einen Zustand gehen wir denn über? Wir wollen von unserem aktuellen Zustand hier. Fehler. Wir wollen von unserem aktuellen Zustand. Es tut mir wirklich leid. In den Eaten-Zustand gehen, also in den nächsten Zustand quasi.
Und dann sagen wir hier unten, wir setzen uns den neuen Zustand. Und removen müssen wir nicht, weil wir durch die ganze Liste durchgehen. So. Und dann kriegen wir am Schluss natürlich die Wahrscheinlichkeit raus für, also erstmal, dass wir in unserem Zustand get 0 anfangen, also hier in unserem ersten Zustand der Zustandsfolge. Und dann kriegen wir hier die Wahrscheinlichkeit raus, dass wir von unserem Anfangszustand in den nächsten Zustand übergehen. Und dann setzen wir unseren aktuellen Zustand auf den nächsten. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Gut. Und ja, das war's dann auch schon eigentlich. Jetzt geben wir hier noch die Wahrscheinlichkeit aus. Ich vergesse mal wieder das Return. Return Wahrscheinlichkeit. So, und jetzt wollen wir die Wahrscheinlichkeit haben. Sysout. Main.Folge new ArrayList aus Zuständen. Und soweit ich weiß, kann man in der ArrayList gleich. Dachte ich zumindest. Wir wollen jetzt hier was haben. Wir wollen, sagen wir mal, lass mich mal gucken. Ich habe mir irgendwo hier was aufgeschrieben. Sonne. Sonne. Regen. Regen. Geht nicht. Wirklich nicht. Okay, dann machen wir es ganz blöd. Sonne. Ja, wie, das geht nicht. Okay, Java, was hast du getan? Ich dachte, ich könnte jetzt ein bisschen fancy sein und mir hier einige Zeilen an Code sparen, aber es klappt nicht. F für Folge. So, und jetzt sagen wir hier immer F.add und wir wollen zuerst Sonne haben. Dann, ich kopiere das gerade mal, F.add nochmal Sonne. Dann wollen wir Regen haben. Dann wollen wir nochmal Regen haben. Also, das ist jetzt quasi ein Wochenablauf. Also wir haben 2 Tage Sonne, also Montag, Dienstag ist Sonne. Dann haben wir Mittwoch, Donnerstag Regen. Freitag wieder, ja, Freitag wieder Sonne. Samstag hat es Wolken, damit wir auch motiviert sind, was wir die Uni tun. Und Sonntag hat es wieder Sonne, damit wir viel Spaß haben an unserem freien Tag. Ja, und jetzt packen wir hier unser F rein und lassen uns das doch mal ausgeben. Und die Wahrscheinlichkeit ist grottig, dass das wirklich vorkommt. Nämlich 1,92 mal 10 hoch minus 4. Wow, das ist ja wirklich fast nichts, aber das ist normal, wenn man solche Wahrscheinlichkeiten hier ausrechnet. Wir können ja einfach mal gucken, was passiert, dass wir 2 Tage hintereinander Sonne haben. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht ganz so klein. Ja, der erste Tag, der ist ja automatisch schon Sonne, weil wir an Sonntag anfangen. Und der zweite ist dann Wahrscheinlichkeit 0,8. Das heißt, das ist noch ganz passabel. Wir haben relativ wahrscheinlich an 2 Tagen hintereinander Sonne. Vorausgesetzt natürlich, wir fangen an einem Sonnentag an. Würden wir jetzt an einem Regentag anfangen und hätten dann 2 Tage hintereinander, upsala, hintereinander Sonne? Ich weiß gar nicht, ob die Dings, ob diese Werte einigermaßen korrekt sind. Aber ja. Würden wir jetzt an einem Regentag anfangen und hätten dann 2 Tage hintereinander Sonne, hätten wir dann noch eine Wahrscheinlichkeit von 0,24. Also das passiert vielleicht in einem Viertel aller Fälle. Vorausgesetzt, es regnet gerade heute. Was es tut, leider. Ja, also so kann man ein Markov-Modell modellieren und viel Spaß damit haben. Ich hoffe, den hattet ihr auch. Gut, das war's schon wieder. Ja, über Likes, Abos oder Kommentare freue ich mich natürlich. Und ansonsten postet eure Videowünsche und wir sehen uns nächstes Mal, beziehungsweise hören uns. Ciao, ciao.